Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Four Nights of Apocalypse Video. Damit gehen wir rein ins neue Kapitel, Chapter 47, der finale Schlag der Verzweiflung oder absolute Verzweiflung, so heißt dieses Kapitel. Und mit diesem Chapter gehen wir rein in den Showdown gegen die dunklen Talismane. Der Cliffhanger vom letzten Kapitel hat uns gezeigt, dass Fiddich, der Anführer dieser Elite-Truppe, hier reingekommen ist und jetzt Verzweiflung gegenüber Percivals Gruppe reinbringen möchte. Er hat ja unter anderem auch das Drachenschwert von ihm weggenommen und jetzt werden wir in diesem Kapitel sehen, was sich alles hier so ereignen wird. Sehr krasse Sachen, back to back, wieder ein heftiges Kapitel. Wir gehen rein ins Geschehen. Das Kapitel beginnt mit Fiddich, der Percivals Gruppe in ein Schachmatt setzt und sich das Drachenschwert von Percival greift. Er holt zum Angriff aus und trifft Percival nur am Helm, weil dieser aufgrund von Fiddichs Impact hinfällt. Andernfalls wäre sein Kopf hier weg. Also er ist um einiges bedrohlicher als die anderen und ich habe ja auch schon vorher in anderen Reviews, in vorherigen Reviews angesprochen, dass er so ein bisschen eine Iron-Zeit-Ausstrahlung hat. Also vielleicht hat das sogar was mit ihm zu tun, vielleicht ist es sogar der zweite Sohn von ihm, wäre alles denkbar. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Hier reicht der Impact aus, um Percivals gesamte Gruppe in Angst zu versetzen sozusagen. Sin ruft Donnie zu, er solle mit seiner Telekinese eingreifen. Donnie befördert das Schwert aus Fiddichs Hand, weil das war ja sein Power-Up aus der letzten Episode oder wie wir eben herausfinden konnten, wie es erklärt wurde, dass das eben die richtige oder wahre Magie von Donnie sein kann, nämlich die Telekinese. Er kann also das Schwert aus Fiddichs Hand einfach wegfeuern und schießt ihn danach durch den Wald, ähnlich wie er das letztes Kapitel auch mit Doronach gemacht hat. Aber Fiddich landet einfach auf seinen Füßen und hebt hier jetzt ein paar Steine auf, um Donnies Telekinese herauszufordern. Er testet so ein bisschen aus, wie die Magie von Donnie funktioniert. Donnie natürlich mal wieder in dem Chapter MVP. Wir sehen also, dass Fiddich diese Fähigkeit, die Telekinese, testet und schaut, wo die Grenzen liegen, wo die Limits liegen. Dabei findet Fiddich heraus, dass Donnie nur diesen 25-Fuß-Radius hat, also dass das eben quasi die Bedingung für die Telekinese sein muss und dass seine Telekinese nur eingesetzt werden kann, wenn Donnie die Dinge, die er bewegen will, auch sehen kann. Das bedeutet, unsichtbare Dinge oder Dinge, die von hinten kommen oder so etwas, die kann er nicht mit seiner Telekinese beeinflussen. Dementsprechend wirft Fiddich hier mit zwei Steinen den einen, um das Ganze zu testen, den zweiten viel schneller. Das ist wahrscheinlich auch die besondere Fähigkeit von Fiddich oder seine Magie, dass er sehr, sehr agil ist, sehr, sehr schnell ist, den Donnie gar nicht so schnell bemerken kann und den kriegt er volle Kanne vor die Fresse. Also das muss man wirklich sagen, der arme Typ, Digga, er hat hier einfach einen Headshot kassiert. Er ist nicht tot, er hat natürlich eine heftige Wunde am Kopf, wird auch in dem Chapter wieder geheilt von Percivals magischen Golems, allerdings auf jeden Fall hier sehr, sehr krass und ein guter Konter gegen die Telekinese, die Donnie besitzt. Donnie fällt also blutend zu Boden, Fiddich ist hier sauer auf die anderen Talismane, weil sie sich blamiert haben. Eigentlich wollte er die Kinder, also Percivals Gruppe, ohne großes Leid töten. Er hatte beim Befehl von Arthur gezögert, doch nun, wo Percival und seine Freunde die dunklen Talismane gedemütigt haben, will er sie möglichst stark leiden lassen und ihnen Verzweiflung bringen, weswegen dieses Kapitel auch so heißt. Die dunklen Talismane versammeln sich alle wieder und Fiddich nutzt ein Magic Orb, also ein magisches Item, was wir schon mal gesehen haben, wie Sin es eingesetzt hatte, um alle wieder 100% zu heilen. Das heißt, die ganzen vorherigen Kapiteln haben schlussendlich nichts gebracht, weil alle jetzt wieder bei 100% sein können. Somit ist Percivals Gruppe komplett am Boden. Sie sind erschöpft, während die Talismane einfach wieder bei Kräften sind und nichts gebracht hat, was sie die letzten Kapitel hervorgebracht haben. Also natürlich haben die Charaktere daran wachsen können, also natürlich im besten Fall Donnie, sag ich mal, oder auch Nasiens hat zum Beispiel mit dem Zanunushorn einige neue Sachen mit seinem Venom-Mixing herausfinden können, aber hier jetzt für die Gegner sieht es natürlich wieder besser aus, weil die halt wirklich wieder bei voller Gesundheit sein können. Und ich finde es auch gut, dass
die Percival-Gruppe etwas an Verzweiflung dazugewinnt und dass sie nicht so einfach mit den Gegnern mithalten können. Also das ja sowieso nicht. Der gewisse Unterschied ist ja da, das habe ich ja schon im letzten Kapitel immer mal wieder angesprochen, dass sie ja mit Köpfchen gewinnen, dass sie taktisch an das Ganze herangehen, was ich gut finde, dass Nakaba ohne dieses ganze Power-Level gespamme und der hat ein Power-Level von 1 Million oder so eine Scheiße, also so Dragon Ball-mäßig, dass man hier viel bessere Kämpfe gestalten kann, also wesentlich bessere Kämpfe als in Nanatsu no Taizai. Hier hat es nur schlussendlich nichts gebracht, weil die Gruppe sich jetzt eben an einem Magic Orb bedient und deswegen wieder bei 100% sein kann. Aber für die Verzweiflung, für den Plot, sehr nice gemacht. Ananasiens und Donnie sehen der Tatsache ins Gesicht, sie können hier nicht mehr lebend rauskommen, aber Percival will unter keinen Umständen mehr aufgeben und jemanden nochmal verlieren, seit er eben seinen Großvater verloren hat durch Ironside. Sin vertraut Percival und dadurch wird Percivals Magie Hope getriggert, von der ich nicht so wirklich ein großer Freund bin. Meine Rant dazu gab es vor vielen Kapiteln letztes Jahr, falls ihr euch erinnert. Das ist ja die Magie, dass Percival dadurch profitiert, wenn andere Leute Hoffnung in ihn stecken. Bedeutet im Umkehrschluss Nahkammer-Power. Es kann halt ultra mies für den weiteren Verlauf genutzt werden und ein Totschlagargument sein für alles Weitere. Wie das hier aber in dem Kapitel eingesetzt wird und auch generell in den letzteren Kämpfen gegen den Drachen bei Hauser, gegen Zanunos generell und so weiter, wurde das bisher gut eingesetzt. Also es kam nie nach diesem einen Kapitel zu dem Punkt, wo ich sagen würde, Trash oder Scheiße genutzt oder irgendwie so etwas. Es bleibt natürlich immer noch das Potenzial da, dass man das verhauen kann für irgendeinen Moment. Das haben wir leider aktuell so und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber wie Nakaba da eigentlich bisher mit umgeht, finde ich sehr gut, weswegen ich das jetzt nicht verurteilen würde. Also ich würde das erst verurteilen, wenn es halt wirklich soweit ist und wenn es halt wirklich überhaupt kommen würde. Kann ja auch sein, dass Nakaba andere Richtungen, andere Möglichkeiten findet, wie er diese Kraft oder diese Magie generell zeigen wird in der Zukunft. Und ich würde hier nicht ihn für etwas verurteilen oder ihn an den Karren pissen wollen für etwas, was er noch gar nicht getan hat. Wie gesagt, das Potenzial ist da, aber bisher wurde alles sehr, sehr gut über die Bühne gebracht. Nahkammer-Power muss nicht immer so schlimm sein. Es kann auch mal gut genutzt werden, gerade im Endfight. Wenn Meliodas gegen seinen Vater gekämpft hat, war Nakama-Power sogar ganz gut eingesetzt, fand ich persönlich. Also da gab es damals bei Seven Deadly Sins auch so ein paar Sachen. Aber ansonsten bin ich hier eigentlich relativ zufrieden mit. Wie gesagt, schauen wir mal, wie sich das in der Zukunft noch so ereignen wird. Auch die anderen drei der Gruppe, also Nasiens, Donnie und Anne, glauben an Percival und er erhebt sich für einen weiteren Angriff. Doch auch als er die Talismane mit seiner Hope-Magie angreift, wehrt Doronach das mit seiner Impact-Magie ab und Percivals Angriffe haben überhaupt keine Wirkung. Also wir sehen auch schon in diesem Kapitel, es hat keine Wirkung, es funktioniert nicht. Selbst wenn Nahkammer-Power hier eingesetzt werden würde, was ja quasi die Kraft von Percivals Hope-Magie ist, dann kommt es nicht großartig voran. Und das ist ja schon mal gut. Dementsprechend haben wir hier keinen Fairy Tale oder, was weiß ich, Black Clover oder so ein Kram. Deswegen, das ist eine gute Herangehensweise, zumindest mit dem, was wir haben. Man macht quasi mit dem, was man hat, noch das Beste daraus. Und das finde ich gut, dass Nakaba das bisher in so eine Richtung gelenkt hat. Finde ich bemerkt, dass die Gruppe um Percival die Verzweiflung von ihm einfach überwunden hat, indem sie aneinander glauben und er gibt seiner Gruppe den Befehl, auf die Köpfe von Percival und den anderen zu zielen, also jetzt wirklich richtig brutal reinzugehen. Percival, Donnie, Nasiens und Anne sollen verschwinden und die Chaosritter umzingeln. Sin, der zurückbleibt und sich den vier Talisman alleine stellt. Damit endet dieses Kapitel. Ich habe schon in gewisser Weise damit gerechnet. Wir haben die letzten paar Kapitel schon mal darüber gesprochen und gesagt, ja, es wird wahrscheinlich so sein, dass wenn Fiddich der Anführer der Talismane reinkommt und alle aus Percivals Gruppe, Percival, Nasiens, Donnie und Anne, alle down sind und erschöpft sind und nicht mehr großartig weitermachen können, dann am Ende, wenn der Anführer kommt, dann bleibt denen halt keine andere Möglichkeit mehr, als Sin einzubringen, der seine Identität revealen muss, der zeigen muss, hey, er ist, keine Ahnung, Lancelot, hey, er ist
die Reinkarnation von Oslo. Er ist halt irgendein besonderer Charakter, er ist sehr stark insgeheim und er beschützt die anderen. Und dementsprechend haben wir den Namen des nächsten Kapitels, denn das nächste Chapter heißt Abschied von Sin. Also sehr endgültig anscheinend. Ich glaube persönlich nicht, dass Sin hier stirbt. Das wäre krass, wenn Sin wirklich sterben würde im nächsten Kapitel. So mäßig, er hat die ganze Gruppe wirklich angeführt. Auch wenn Anne die Anführerin ist, ist er so ziemlich derjenige, der allen Tipps gegeben hat. Hey, du musst das so und so machen, damit du gegen den gewinnen kannst. Er wusste alles. Er hat das ganze Wissen, er hat die ganzen Informationen, wo sie lang müssen, um nach Leonis zu kommen. Was er für Informationen über Arthur und Camelot hatte und so weiter. Dieses ganze Thema mit den Four Nights of Apocalypse. Also er ist auf jeden Fall schon der Wichtigste da eigentlich, was so die Information und das Wissen eigentlich betrifft. Dementsprechend glaube ich nicht, dass Sin, was ja irgendwie auch das Maskottchen der Serie ist, hier sterben würde. Ich glaube, mit Abschied von Sin ist eher gemeint, dass wir uns von dem Charakter Sin verabschieden. Im Sinne von, Sin legt diese Fuchsform nieder und enthüllt seine wirkliche Gestalt. Und wir verabschieden quasi den Charakter Sin, aber begrüßen gleichzeitig auch den Charakter, der dahinter steckt. Also ich glaube, das ist eher damit gemeint. Müssen wir aber mal schauen, wie das nächste Kapitel aussehen wird. Ich bin sehr gespannt, wenn die vier Ritter Sin töten würden. Das wäre krass, weil Percival dann halt wieder jemanden verloren hätte. Vor allem jemanden, den er auch sehr schätzen würde. Weil das ist ja die erste Figur sozusagen, mal abgesehen von Donnie, die er kennengelernt hat. Natürlich ist Sin erst später reingekommen mit dem Reden und so weiter. Aber das war quasi die erste Gestalt nach dem Tod seines Großvaters, die er erkennen konnte. Und das wäre eine krasse Szene, ein krasser Moment. Deswegen mal gucken, ob das hier passieren wird. Ich denke eher nicht. Ich glaube, dass der Reveal tatsächlich nächste Woche kommen wird. Sehr gespannt, wer es sein wird. Sehr, sehr gespannt. Und es ist auch langsam Zeit. Also wir haben uns jetzt lange genug mit der Identität von Sin rumgeschlagen. Ein ganzes Jahr lang. Wir sind fast bei 50 Kapiteln angekommen. Ich denke, jetzt ist es endlich an der Zeit. Ich hoffe sehr drauf. Damit wäre es das von meiner Seite aus zu diesem Kapitel gewesen. Was meint ihr? Kann er sterben? Wird nur seine Identität gewechselt sozusagen? Also, dass wir uns von Sin, dem Charakter, verabschieden. Aber er halt theoretisch immer mal wieder in die Fuchsform wieder reingehen könnte oder so etwas. Oder dass nur vorübergehend eine Form ist. Ob das in so eine Richtung geht oder Sin wirklich komplett sterben kann. Lasst mir das gerne unten in den Kommentaren da. Natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!